Hey Freunde, nicht wundern, warum das Video so lang ist. Ich wollte eigentlich daraus am Anfang so einen Vlog machen, aber man kann ehrlich gesagt keinen Vlog aus einem 7-tägigen, hey, ich dokumentiere alles, wirklich alles, was in meiner Operation so verlaufen ist und sowas. Und deswegen, also, wenn ihr Lust habt auf so ein Video, wo ich einfach alles dokumentiere, mich einfach mit meiner Narkose filmen und sowas, dafür liegt Leute das Video gedacht und also wartet jetzt nicht meine typischen 10 Minuten Vlogs mit und Zeitraffer etc. So wird es sich geben. Es wird einfach so eine Mini-Doku sozusagen, wie mein Tag, also wie es mir einfach gegenüber die Woche verteilt, mit meiner Weisheitszahn-Operation und allem drum und dran. Außerdem, es wird im Video Blut zu sehen sein, das heißt, falls jemand kein Blut sehen kann, nicht anklicken. Es war eine Weisheitszahn-OP, deswegen es wird auch Blut im Mund geben oder im Video zu sehen sein, wie es Blut im Mund ist, Blut auf Kleidungsstücken oder so in der Nase. Also wer Blut nicht sehen kann, nicht anklicken. Und jetzt, genau, Spaß mit dem Video oder sowas. Mein Pinguine war in der Wartung. Wie kommt mir hier Ratten? Wow. Es ist 5.30 Uhr, ich habe jetzt gerade mal 3 Stunden geschlafen. Ich bin trotzdem hellwach, Digga. Und ich kann einfach nicht pennen. Ich habe jetzt Fenster aufgemacht, das ist bei uns im Zimmer gerade einfach 28 Grad. Kaltes Wasser getrunken und... Oh fuck, ich bin einfach mies hellwach, Digga. What the fuck? Ich will nur noch mal schlafen. Okay, das ist Scheiße. Ich bin ja heute, wie gesagt, um 5 Uhr morgens wieder aufgewacht, ne? Und anscheinend war ich danach wieder so eingenickt, dass ich meinen Wecker verschlafen habe, meinen richtigen Wecker. Und meine Mutter dachte, die weckt mich normal auf, weil die weckt mich, wollte mich mit dem Handy aufwecken. Und Problem ist, wir waren gerade die einzigen zu Hause. Meine Schwester hat nicht Lichtstörenmodus an, ich habe Lichtstörenmodus an. Mein Stiefvater sprintet gerade zu uns nach Hause, reißt bei uns die Tür auf, weckt uns beide auf. Wir haben jetzt eine halbe Stunde. Und wir müssen da noch hinfahren, ankommen, alles besprechen. Fuck! Mann, ich hab mir gerade Ohren geholt, aber ich kann auch kein Ohren jetzt essen. Ich kann mein Sohn schon geputzt haben. Fuck! Okay, ich hab gehört, man muss irgendwie Labelle noch nutzen. Das ist ja richtig praktisch. Scheiße, Mann, ich hab voll vergessen, Leute, alles zu machen. Scheiße. Ja, ich hab mich nicht informiert, hab gar nichts gemacht. Das heißt, ich geh jetzt einfach ja, mit dem Vorwissen, dass meine Zähne gleich hier aufgeschnipselt werden. Und dann gesucht werden die bei einer Minecraft Treasure Map und Labello. Mehr weiß ich nicht. Fuck. Leute. Meine Maske riecht nach Kotze. Auf jeden Fall. Sind das meine letzten Stunden, wo ich das machen kann? Jetzt mussten wir raus. Ich hab mein Handy. 2 Stunden später. Also, nehmen Sie auf? Ja. Okay, ich dachte, ich habe Wasser im Mund, aber es ist mir nicht so angefroren. Das ist ganz, ganz komisch. egal, ich glaube, ich warte jetzt noch nicht. Ich mich jetzt erfroren. Genau. Oh, okay, und ein Dank an die beiden Ärzte, die mich da ran gemacht haben. Oh, okay, jetzt hast du die Decke, warum wir ganz weit über uns reden können. Ich fühle mich an, dass man oben auf dem Mund ganz, ganz komisch. Hey, wo fällt das Haar? Was fragst du darum, was alles los ist? Meine Decke ist ja mal richtig. Mein Kind ist hier so komisch. Ich habe schon einen Wachsel bekommen. Oh, ich bin so. Ich kann schon eine Zelle bekommen. Und ich würde es nicht spüren. Also, ich spüre meinen Mund nicht. Aber Leute, ihr müsst keine Angst haben vor Weisheitszahn-OP. Ich habe gar nichts gespürt. Ich habe ein bisschen, ab und zu ein bisschen mehr gehört. Aber ansonsten war alles
komplett ruhig. Wirklich komplett. Und ich nehme das gerade. Oh, fuck. Ich nehme das gerade auf. Oh, ich kann mal laufen. Ich habe auch meine Blutdose noch hier. Aber mein Bein sagt, meine Backen kann schön. Meine Backen fühlen ein bisschen fett an. Das ist ganz, ganz komisch. Also, ja. Löffel, wir haben Zack. Und meine Sache machen das raus. Und war schon fast fertig. Und ich dachte, wir sind immer noch beim ganzen Abend. Ich bin wirklich dreckig schnell. Ich glaube, wir müssen mal schon auf den Blasmoden oder sowas. Und also ich war dabei, weil ich Augen aufmache, konnte ich alles miterleben. Als ich Augen geschlossen habe, boah, ich habe meinen eigenen Film. Ich hatte meine Lieblingsserie gemacht, und ich dachte so, ich habe meine, ich weiß nicht, was ich mache. Ich war voll in meinem Film. Mir ist scheißegal, was ich mache. Ich war da. Und mir ist scheißegal, was ich mache. Es war richtig chillig. Also, ich kann nicht von der Kohle kaufen, ja. Es ist nur ein bisschen, wirklich ein bisschen ab und zu weh. Aber die meiste Zeit, wie ich neulich in der Zeit, ist einfach nur hey. Und machst Augen auf und siehst, was sie machen. Und du machst Augen zu und bam, einfach Kinofilm. Das ist echt krass, ja. Das ist so komisch, ich sehe das nicht. Oh, hier schon, aber hier, das ist ganz normal. Aber es fühlt sich richtig dick an, es fühlt mein Händen bleiben. Genauso wie ich hier. Wow. Es fühlt sich so cool an. Es fühlt sich an wie, keine Ahnung. Ich bin mein Finger, meine Zähne. Ich will das nicht. Ich fühle mich so an, als würde ich mit einem Musik Fleisch machen. So komisch. Ich kann nur erstens dran denken, ne? Und wenn mein Kopf neige mal, ich habe so ruhig. Wenn ich meinen Kopf neige, so, wird mein ganzer Körper schwindelig. Das ist ganz was komisch. Ich kann meine Lippen saugen. Hä? Ich habe den Zahn nicht gespürt. Ich glaube, ich muss ja. Ich finde mich gerade, meine Gedanken gerade auf sind ganz, ganz komisch. Aber ohne Scheiß, Leute, ich sage nicht ganz weh, weil ich voll am Film. Das ist voll cool eigentlich. Wow. Ich hatte nur 50%. Ich hatte nur 50% der Narkose, die Augen zu, und ich hatte nur voll im anderen Film, ey. Man sagt ja ungefähr eine Stunde, aber das war ja keine Stunde. Ja, das kommt ja immer drauf an, die sagen ja auch ungefähr. Das war ja 30 Minuten oder sowas. Ein bisschen mehr. Echt? Ja, fast drei Minuten. Die kamen nur vor wie 10 Minuten. Ja, aber wir können gleich den Aufwand übergehen, dann kannst du da noch ein bisschen chillen. Soll ich laufen? Moment. Ja, keine Ahnung, ich finde es ganz normal. Ich habe schon. Der Funktionsraum ist der hier, der da. Und die haben mir einen Fuffi gegeben, okay? Und ich dachte, okay, ganz normal. Und dann ging es rein. Und war ich so, oh ja. Ich hab meine alte Klassenkameradin getroffen. Die macht ja Ausbildung.
Hey, wer denn? Nein. Hi. Ich rede von über dich. Ja, alles ganz gut. Nee, auf jeden Fall war es voll cool. Ich habe uns ein bisschen drin beim Augen gemacht. Hat es wehgetan? Nein, ein bisschen. Also, es war so voll so nervig. Aber hat echt wehgetan. Die haben mir alles so gemacht. Ich dachte, es wären so viele Leute bei mir, weil meine Augen nur. Also ich konzentriert habe schon die ganze Zeit mit zwei Personen, aber ich dachte, es ist schön. Und dann weißt du... Hast du doppelt gesehen? Dann weißt du, als Zeichner macht die Augen zu, meine Augen sind warm, Farben ist der eine, das ist was ich nicht kann. Ich habe meine eigene Lippen mit den Augen. Ich habe gesagt, du darfst einfach die Maske abnehmen und hinlegen. Ja. Und die Tupfen musst du zu Hause. Ja, hat die doch gerade gesagt. Einfach an mich vorbei. Es fällt da so um. Jetzt gucken. Mach mal so, gescheit. Ja, schau, dass ich ab Angst Leute, der ist so aufgedreht. Ja. So, Freunde, Tufa sind draußen. Nee, schau, die heißt auf ihren Namen, schön errät sie so auf die, okay? Denken sie, haha, ja, cool, komm, bekannt von, ne? Dann meinte Dina so, ich kenne dich doch von irgendwoher, ne? Dann meinte ich dann so, keine Ahnung, meinte Dina so, kommst du vom Johannes Kindergarten? Ich so, nein. Ich schau sie nochmal an. Sagst du, kommst du von der Westerts-Grundschule? Die so, ja. Ich so, oh, dann bist das du, die mich die ganze Blauauge genannt hat. Ich hab die Frisur gehasst, ne? Ich hab die so gehasst als kleines Kind früher. Ich hab die früher voll gehasst. Und jetzt ist sie daneben. Die ist mir älter, oder? Ja, die ist 2 Jahre älter als ich oder was. Die macht im ersten Ausbildungsjahr, ich kann nicht reden. Schau mal, das fasst mal an. Ich spüre gar nichts. Ja, auf jeden Fall. Du hast die Chance, im Bein zu hauen. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, ich hab die halt als kleines Kind früh gehasst. Und dann sehe ich die einfach endlich nach so 5 Jahren, weil die ist ja, als ich in der 7. war, ist sie in die 10. halt ausgegangen halt, ne? Also als ich in die 8. kam, bin ich schon draußen, ne? Und dann sehe ich die plötzlich hier und die hat mir auch eine Spritze gegeben. Das ist so abgefahren. Hat sie eine gute Spritze? Ja, die war echt gut. Ich muss aufpassen, die auf dem Zunge beißen. Man begegnet sich immer zweimal im Leben, ne? Mhm. Und так, если бы ты ей что-то плохое сказал, она бы тебе сейчас шприц вогнала бы не туда. Alter, ich muss echt aufpassen beim Essen, beim Reden. Ich will meine Zunge nicht. Bisschen nach vorne. Oh, das ist alles in so einer Blut. Ich sag's nur, okay, weil ich gut versuche, aber nein. Ich bin klar. Ich habe unzeitbar für diese OP.
die war viel, viel einfacher, als ich gedacht habe. Und ohne Scheiß so viel Glück, dass ich... Oh nein! Da ist Blut an mir, fuck! Das ist hier mein neutrales Gesicht. In meine Hand, ja. Und jetzt nach hinten! Lehn dich mal nach hinten, lehn dich nach hinten! Kannst du trinken? Hast du die Dinge rausgeholt? Nimm den Mund und geh so nach hinten. Nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Jetzt ist gut. Wie so ein Säugekind, Alter. Ich muss mal eine Mahl trinken, okay? Hey, die Blut ist an der Lippe. Ja, ich weiß. Weiß ich. Mund ist auch viel lecker. Dein Ernst? Bei dir, ich glaube, das hat am meisten weh. Okay, dann haben wir. Okay, wir müssen. Wo ist meine Velo? Okay, Leute. Ich versuche jetzt mal Wasser zu trinken. Let's go. Hör auf, hör auf. Ich kann nicht ran und ich kann Wasser rein, Stopp und raus. Wir ohne Wissen, aber halt ohne Witz so. Der hat mit einem guckt, der so. Boah. Kann man nicht drin. Mund nicht aufmachen, ne? Ich hab Wasser. Mama, versuch mal Mund aufzumachen. Auch ein Merl. Boah, das geht nicht. Das geht, hä? Oh ja. Oh, stimmt das? Also folgendes, wie ist die Operation vergangen? Ich komme rein in die Operationssaal, da wo ich gerade die Medikation gesehen habe. Ich habe mir mies Beine verspritzt, ne? War ich dann da, beim Eingang. Die haben mir also gesagt, was für eine Kohle du haben willst. Dann haben die mich gegeben. Da bin ich da reingekommen halt in das Ding. Man spritzt und so ein Dosierungsding, ja. Und meinte ich so, oh fuck, geht jemand an und macht zack. Und dann hatten wir immer einen guten Sessel reingespritzt. Da war ich dann so, oh ja, dann sind wir jetzt wirken und so, cool. Hat sich angefühlt wie ein entspannter Schlaf. Also im Grunde war das einfach nur ein, ich beschreibe mal so, alles was sie machen, das spürst du, okay? Aber in einer anderen Art. Du hörst es, du siehst es und du spürst leichte Vibrierungen so überall, so, ne? Du hörst ein blablabla, spürst du, ne? Aber du spürst nicht, wie der Bohrer da in den Zahnfleisch reingeht und die haben da irgendwo mit Fäden alles gemacht und sowas. Also es gab, okay, ich muss schon sagen, es gab ein paar Momente, und ich dachte so, fuck, ich bin echt schmerzempfindlich, muss man schon sagen, so, okay? Und es gab wirklich nur zwei, drei Momente, wo es ein bisschen weht hat. Aber das war verkraftbar, es war nicht schlimm. Ansonsten war es die ganze fucking Zeit einfach nur Me-Time. Ich lag da so, mein Mund auf und so. Ich hab nichts gemacht, mein Dings mit dem Blutding da war mir so im Arm. Ich lag da komplett still. Ich hab nichts mehr gespürt. Ich hab meinen Körper nicht gespürt. In meinem Mund auf. Zu. Aber ich war ja cool. Ich war so halt wie, als würde ich gerade mit einer anderen Person sprechen. Ich mach Augen zu, ich sehe Farben. Ich konnte alles wirklich krass visualisieren.
Also ich hatte da mein YouTube-Projekt immer nachgeplant, wie ich da die Sachen machen wollte. Ich hatte wohl ehrlich gesagt keinen Plan, was ich da gemacht habe, ja. Aber ich war dann so, okay, ich bin so, ah, okay, die machen, okay, die bohren, ja, okay, okay, tschüss. Ja, okay, macht, okay, gut. Die haben halt immer gesagt, ich halt machen, ne, ihr müsst mal machen wollen. Ich fragte, und wie weit sind wir schon? Die so, ja, zwei Zähne sind schon draußen. Und ich habe die halt gar nicht gesehen, weil ich einfach so immer im Film war. Ich war mit meinen Augen zu, hab an meinen ganzen Stuff gedacht, den ich noch machen muss. Und dann tun mir die Zähne raus, ich hab die gar nicht gespürt. Machen die raus. Und ich so, oh, die sind schon draußen, krass, okay. Dann muss man die unteren raus tun. Und ich so, okay, Mund auf, dann machen die so, zack, Zahn raus. Ich so, und die waren auch so, ja, wir müssen nur noch zunehmen. Ich so, was? Also haben die im Detail wieder zwei Zähne rausgetan und einen schon zugehend und noch letzte zugehend. Aber ich so, okay, dann mache ich Augen nicht mehr zu. Also, das Augen zu machen war wie so ein Nickerchen, den man bewusst erlebt. Also warst du Augen zu, du hörst alles, siehst alles, aber warst voll fokussiert in deinen eigenen Sachen. Das war echt krass. Auf jeden Fall, den Zähne dann rausgenommen. Dann meinten die dann so, gut, sind fertig, dann gehen die alle weg. Dann meinten die dann so, gut, dann ich so, kann ich jetzt abgeholt werden? So, ja, kannst abgeholt werden, ne? Ich dann so, ja, okay, kein Problem, ne? Okay, das ist so krass, ne? Da meinte ich dann so, ja, okay, kein Problem. Da meinten die, geh kurz in den Aufwachraum, ich komme jetzt wieder. Da meinten die dann eigentlich halt so, ich sollte mich hinhocken auf einen Stuhl. Und dann aufstehen, weil die meisten viele Patienten fallen instant hin, machen und ich so, zack, steh auf und wie halt jetzt der Pinguin Marsch. Dann auch halt so, da fühlt man sich so komplett normal so. Legt mich dann da hin, schön die ganze Zeit und die ganze Scheiße, die ich hier gerade vorhin aufgenommen habe. Und gehen wir in den Aufwachraum, da war richtig dunkel, richtig chillig. Ich dachte, komm, dann schlafe ich mal ein bisschen. Mach die Augen zu, wach dann wieder auf. Oder halt mein Schiefer vor der Tür und dem ersten Mal spricht, okay? Das ist so krass, mich berührt gar nicht mehr. Ich habe schon das Gefühl, ich könnte jeden Moment einfach erschrecken. Ich habe gar nicht, also fühlt sich einfach an wie ein richtig schwerer Kiefer. Ja. Ich wurde aufgeweckt und fertig. Also in der ganzen Portion, so einfach nur, ja, ein bisschen Pieksi da, am großen Ganzen einfach Augen zumachen. Ich sehe da alles, einfach überlegen, was ihr planen wollt, einfach überlegen, was ihr planen wollt. Irgendwas an chilliges Denken, so, ihr spürt nichts. Und ihr auf dem Blitz fängt wieder ein, wacht dann wieder auf, also, sagen, ihr pennt, ist mit dem Sinne von Party-Effekt, ihr hört nichts mehr. Ich kann mich nicht erinnern, was sie gesagt haben. Aber es ist ansprechbar. Es ist richtig krass. Also, du bist in deinem Film, hörst ihn nicht. Also, du hörst schon, aber merkst es nicht. Und wenn die was sagen, hörst du das. Ist ganz komisch, du kennst Schweiß, aber ja. Und dann, ja, chillst du da, die machen da deine Sachen so. Fertig. Richtig praktisch, Digga. Also wirklich, wow. Wirklich, richtig viel zu viel Stress gemacht für irgendwas, was man gar keinen Stress braucht. Wirklich insane. Wirklich, wirklich absolut insane. Also, ja. Ich gehe noch runter mal pennen, denn ich bin müde und ja keinen Bock hier rumzulaufen. Ich werde schon die nächsten Tage so mir außen werden. Hier sind meine vier Zähne, die ich rausgekommen habe. Ich dachte, man teilt ihn zwei, aber nee, das sind die krassen. Ja. Gut, dann sehen wir uns ein paar Tagen wieder, wie es sich gebildet hat, weil schließlich sollte mein Mund jetzt innerhalb von 3 Tagen ein Drehchen anschwellen, ja. Das heißt, meine Lippen fühlen sich so kuschelig an. Das finde ich an wie so ein Radiergummi, Alter. Die fühlen sich an wie ein fucking Radiergummi. Nein, ich hab nur meine Hose. Scheiße. Mir geht's so schlecht und ich hab grad so Schmerzen. Ich hab hier und hier so Schmerzen. Das ist so nervig.
Und alles kitzelt und tut weh und mich geht schlecht. Es ist 14.20 Uhr, meine Fresse ist nicht mehr angeschwollen, das heißt, ich spüre noch was. Ich spüre wieder was, ich habe jetzt gerade Ibuprofen und Antibiotikum genommen. Mir geht's gerade insane schlecht, okay, also nur schwindelig, mein Kopf tut weh. Ich bin noch Bauchschläfer und ich kann mich nicht anfassen, was ich alles weh tut. Ich kann auch nicht schlucken, mir tut alles weh, Digga. Es ist 16 Uhr irgendwas, ich bin immer noch ein Hamster. Also, what the fuck, ich bin ein Hamster. Meine Schwellung ist vorbei. Ich kann endlich wieder nochmal reden. Also halt die Betäubung ist vorbei, meine ich. Ich konnte jetzt gerade wenigstens nur ein Eis essen und ein bisschen kauen. Ich kann gar nicht lachen, gar nichts. Und da werden schon angenommen. Muss ich noch hoffen, dass mein Bus kommt. Fuck man, Bus kommt. Oh, ja, endlich. Alter, es pisst ja mal insane. Mein Handy ist komplett nass. Ach, was mein Bus endlich kommt. Digga, ich glaub's einfach nicht. Unser Bus ist gerade einfach falsche Richtung gefahren. Der fährt ein, sollte eigentlich komplett woanders hinfahren, aber dann hat er noch vergessen und fährt gerade nur Rückweg mal zurück. Es ist 18 Uhr. Ich hab endlich Zugang auf Kühlpads. Mir ist gerade arschkalt, obwohl ich hinter einer fetten Decke bin. Und ich geh jetzt pennen. Ciao. Update, es ist fast 21 Uhr. Ich habe gerade die letzten Tabletten für den Tag gegessen. Oder getrunken. Und meine Backe tut hier mehr weh als andere. Also ich bin hier richtig. Ist richtig voll und die hier nicht, weil ich wahrscheinlich naja, auf der Seite richtig lang gerade lag. Die Operation ist seit vor 10 Stunden und ich spuck immer noch Blut aus meinem Mund. Leute, ist schlimmer geworden. Ihr merkt, ist die Backe hier fetter als die. Ich muss jetzt wieder Ibuprofen nehmen. Also diese Backe ist fetter. Tut doch weh. Ich habe Blutdruck von irgendwie 143 zu 74 mit einem Puls von 80 oder sowas. Aber Temperatur ist noch nicht. Und ja. Das ist kalt. Es ist 2 morgens. Mittlerweile sehe ich aus, als hätte ich. Ach so, kacke, das ist echt nicht gesund. Schmerzen tun nicht mal weh, also keine starken Schmerzen. Mein Maul blutet immer noch, das ist ganz, ganz toll. Und ansonsten, ich kann einigermaßen essen. Ich habe schon ein bisschen kleine Sachen gegessen, so, wo wir halt so klein sind. Aber das war es auch. Ansonsten, ja, mein Gesicht ist einfach am Arsch. Zweiter Tag. Wow. Ich krieg's kotzen, Digga. Ja, perfekt, Digga. Gut, das sind meine Backen. Okay, man merkt, dass es zieht. Folgendes. Ich habe jetzt gerade 12 Stunden am Stück jetzt gerade geschlafen. Bin schon mal aufgewacht, ja, aber so, ne, wieder eingepennt. What the fuck? Ich penne jetzt gerade wirklich jetzt gerade. Ich habe wahrscheinlich jetzt gestern 3/4 des Tages weggepennt. Ich habe jetzt von 2 morgens bis jetzt 14 Uhr durchgepennt. Davor habe ich bis 22 Uhr so gepennt die ganze Zeit und ach so kacke, Alter, ich hab die ganze Zeit wieder gepennt. So meine Freunde, ich liege hier gerade hier natürlich im Bett. Folgendes Szenario, ich habe zwar gleich wenig gefilmt, aber meine rechte Backe ist richtig rot geworden. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich hatte heute Morgen gute Schmerzen gehabt, ich habe mein Ibuprofen reingezogen. Ansonsten habe ich jetzt gerade noch Druck, ich sehe aus wie ein Hamster. Aber ich habe jetzt gerade auch gerade ein Steak gegessen, Pommes. Am Anfang hat es ein bisschen gedauert, weil ich muss echt alles langsam kauen. Aber am Ende konnte ich einigermaßen normal kauen. Also, ja. Ganz, ganz interessant. Das Thema. Dritter Tag. So, Tag 3. Es ist 7:50 Uhr. Mir meine Backen sind noch angeschwollen. Aber ich konnte heute wenigstens schon mal ohne wirklich viel Schmerzen mich auf die Backen hinlegen, ohne Probleme so.
ich sehe immer noch aus wie ein fucking Hamster, Digga. Ich gehe heute gerne auch noch zum Arzt, denn ich habe mich hier so eine komische, fette, angeschwollene rote Backe. Obwohl, jetzt geht's so. Gestern hat man voll gesehen, dass meine Backe hier so runterhängt. Das war, ja, echt nicht schön. So, ich habe noch ganz vergessen zu sagen, ich wäre heute noch beim Zahnarzt und schon halt, ob es alles normal ist in meiner Richtung. Die meinen, alles okay. Ich habe gerade einen kleinen Mittagsschlaf gemacht. Ich habe gerade 4 Stunden geschlafen. Weil ich gestern bis, I don't know, 4 Uhr morgens bis 6 geschaut habe. Ja. So, Freunde, ich bin wieder Hamster des Vertrauens. So. Ich muss jetzt Antibiotikum nehmen. Das ist das hier. Danach noch Ibuprofen. Und gegen Allergie. Ich mag mich. Außerdem, dieses Corny ist so geil. Okay, beginnen wir mit dem Antibiotikum. Schauen wir mal, Leute, da drauf C19. Covid-19. Ich liebe es, Tabletten aufzumachen. Fragt nicht, warum. Ich liebe es. Ich würde am liebsten einfach die ganze Form, die ganze Form 1:1 abreißen. Damit es keine Überreste hat. Das würde ich so gern machen, Digga. Das ist so fucking satisfying. 4. Tag. So, Freunde, heute ist Freitag. Ich hatte meine Operation am Dienstag, das heißt, wir haben jetzt im Grunde den 4. Tag und man merkt schon. Ich habe einen blauen Fleck bekommen. Mein Mund tut weh, also ich habe so einen Halsschmerz. Ich bin gespannt, was ich drin habe jetzt. Außerdem muss ich gleich noch zum Anwalt gehen, denn ich habe das Fahrrad genommen. Ja, geil. Alter, was geht hier ab, Digga? Okay, mit der Backe spüre ich nichts mehr. Also man kann im Grunde da schon recht stark drücken. Ich spüre nur so einen leichten Druck. Bei der tut es doch weh, obwohl die Backe am Anfang war, die am meisten wehgetan hat. Ganz interessant. Ich gehe zum Donaubad, also zum Freibad, wenn das klappt noch mit Termin und so. Mein Hals tut, weh tut und so. Ich hoffe, ist nicht schlimm. Es ist gerade nicht. Oh, ich hab meinen Arsch aufgegriffen. Ja, okay, Freunde. Es ist gerade 20 Uhr. Wir waren gerade ganz spontan im Frag nicht, ist meine Allergie, Bro. Wir sind gerade ganz spontan hier im Freibad. Erstens, what the fuck, Digga? Wir hatten keinen Test. Der Typ an der Kohlenstation hat uns einfach vordrängeln lassen, ne? Und hat gerade, damit wir ins Freibad kommen. Richtig geiler Dude und muss sagen, trotz weißer jetzt Zahn-OP. Jetzt halt die Schnauze, ja? Trotz weißer jetzt Zahn-OP und Corona und Pollenallergie, Bro. Ich bin da ohne Probleme. Ich dachte, ich habe noch richtig Schmerzen. So, nee, ohne Probleme. Vielleicht heute schon mal, keine Ahnung. Aber es war so gut getan, einmal schwimmen zu gehen, Digga. Vielleicht einmal schwimmen im Dezember 2019. In dem Schwimmbad, Digga. Dein Hals gerade. Perfekt, Digga. Perfekt, Digga. Kennt ihr das? Ihr wollt eure Nase mal mit so einem Seil machen gegen Pollenallergie? Sticht einfach eure Nase ab. Kennt ihr dich? Tja, ich schon. Lilly! Bitte, ich brauche Hilfe. Sofort. Ich habe einen Corona-Schnelltest gemacht. Komm her. Ja! Nicht dein Ernst! Meine Freunde, heute ist Sonntag. Oh, ich hasse das Wetter, es ist so hell draußen. Es ist eigentlich voll das geile Wetter, aber nicht für mich, Digga. Heute ist Sonntag, das heißt, ich hatte meine Operation am Dienstag und das heißt, es sind jetzt 5 Tage her. Meine Backe an sich weg, noch ein bisschen angeschwollen, so, aber diese blauen Flecken, oh, ich krieg die lang nicht mehr weg, Digga. Ich krieg die Safe-Call lang nicht mehr weg, das ist so nervig, Digga. Egal, das Bettwäsche wegmachen. Ja, ich war gerade in einem Restaurant draußen im Biergarten. Endlich auch mal nach 3 Jahren gefühlt. So, Freunde. Ich muss Fäden ziehen. Und so, ich hab's keine Ahnung, natürlich jetzt hinfahren. Bin ich jetzt auszusehen,
Eine ganze Stunde zu früh. In einem fremden Stadtteil, wo ich gucken will. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz zur Bäckerei. Und was lecker ist. Oh ja, kann ich machen. Wir werden heute die Fäden gezogen. Boah, keine Ahnung, wie die es machen. Was, ob ich da irgendwas für bekomme. Ob es überhaupt wehtut. Ich habe absolut keine Ahnung. Somit ist es jetzt eine Woche nach der OP und die Dinge werden langsam auf, also die gehen alle weg und was ich meine, weil ich werde nicht fett. Okay, Essen war super. Ich habe jetzt mal das hier noch mit Wasser mal alles, ach komm, das Ding geht nicht. Mit Wasser mal alles weggespült, im Grunde jetzt hätte ich nichts gegessen. Und jetzt, Fäden aus, let's go. So, ich bin jetzt fertig. Also das Fäden sind immer ganz, ganz komisch. Das hat so sich angefühlt wie eine Mischung aus Ziehen und Abschneiden. Meine Fäden sind jetzt weg. Aber trotzdem tut es weh als Balken. Das tut auch weh. One fight,